Gardetanz? Das ist doch gar kein Sport, oder? In diesem Video erfährst du alles, wirklich alles über den Gardetanz. Was macht diese wunderbare Sportart aus? Wie ist sie entstanden und warum gibt es eigentlich 4 Verbände? Hol dir was Leckeres zu trinken, mach es dir gemütlich und lass uns eintauchen in die faszinierende Welt des Gardetanz. Gardetanz, häufig auch Marschtanz genannt, wird in insgesamt 4 Verbänden in Deutschland praktiziert. Der wohl bekannteste und auch mitgliederstärkste Verband ist der Bund Deutscher Karneval, abgekürzt heißt er BDK. Hier gibt es 3 verschiedene Altersklassen, einmal die Jugend, die Junioren und die Ü15 Tänzerinnen und Tänzer. Bei den Jugend und Junioren gibt es insgesamt 4 Tanzdisziplinen. Davon gibt es 3 Marschtanzdisziplinen. Das ist zum einen das Tanzpaar, also ein männlicher Tänzer und eine weibliche Tänzerin, das Tanzmariechen und die Tanzgarde. Bei der Tanzgarde dürfen auch Jungs mittanzen. In der Ü15 gibt es dieselben Disziplinen, wobei in der Tanzgarde nochmal unterschieden wird zwischen einer rein weiblichen Garde und einer gemischten oder auch Herrengarde. Der RKK ist die Rheinische Karnevalskooperation und ist eine Ausgründung aus dem BDK, war früher also ein Landesverband vom BDK und hat sich 1972 eigenständig gemacht. Hier gibt es eine Vielzahl an mehr Gardetanzdisziplinen. Zum einen gibt es die Gardetanzdisziplin Jungen- bzw. Herrengarde. Da darf dann maximal ein Mariechen mittanzen. Es gibt die gemischte Garde und die rein weibliche Garde. Außerdem gibt es hier auch Paar- und Solodisziplinen. Und seit 2019 gibt es auch eine eigene Disziplin für Tanzmajore, also männliche Solisten. Beim BDK wird diese übrigens auch gerade eingeführt. Dann gibt es noch den DVG, das ist der Deutsche Verband für Garde- und Schautanzsport und einer der jüngsten Tanzsportverbände. Hier liegt weniger die Tradition des Karnevals als mehr der Tanzsport an sich im Fokus des Verbandes, der 1986 gegründet wurde. Im DVG gibt es insgesamt 5 Garde-Tanzdisziplinen. Das ist zum einen der Marschtanz und der Polka. Dann gibt es auch hier Garde-Solo und Garde-Duo oder Garde-Paar. Und es gibt einen Gardetanz mit Hebefiguren. Neben der deutschen Meisterschaft kann man sich im DVG auch auf einer Europameisterschaft miteinander messen. Ja, und dann gibt es noch die IEG, die Internationale Interessengemeinschaft für Tanzsport. Und auch diese hat insgesamt 6 Gardetanzdisziplinen, die sich in die Kategorien Polka, Polka und oder Marsch und Marsch untergliedern. Im Polka gibt es sowohl Solo als auch Duo als auch Gruppe. Im Polka und oder Marsch gibt es einmal die Rheinische Garde und den Gardetanz mit Paaren. Und dann gibt es noch den klassischen Marschtanz, die Marschtanzgruppe. Ja, Wahnsinn, oder? Es gibt so viele unterschiedliche Verbände und Definitionen von Gardetanz. Das, was in der geläufigen, verbreiteten Meinung Gardetanz ist, ähnelt im Grunde dem, was beim BDK und RKK praktiziert wird. Das ist auch das, was wir von den Karnevalsbühnen kennen, weil diese 2 Verbände eben sehr viel Wert auf Tradition legen und das Brauchtum Karneval an sich. Und deswegen bezieht sich der weitere Teil dieses Videos auch eher auf diese 2 Verbände als auf den DVG und die IEG, was natürlich nicht bedeuten soll, dass die nicht genauso wertvoll sind in unserem Tanzsportbereich wie BDK und RKK. Kommen wir nun zur Geschichte des Gardetanzes und auch hierbei muss man unterscheiden, die Geschichte des Gardetanzes und die Geschichte des Karnevals. Denn Karneval ist schon viel, viel älter als dieser klassische Gardetanz, den wir kennen. Der Gardetanz an sich, also die Mädchen in den kurzen Röckchen mit den hohen Beinwürfen, geht im Grunde zurück auf das Revue-Theater in den 1920er, 1930er Jahren, was vor allem natürlich zur Unterhaltung der männlichen Gesellschaft gegolten hat. Der Karneval hingegen oder dieses wir verkleiden uns und präsentieren etwas, das gab es schon im 16. Jahrhundert am Hofe von König Ludwig XIV. In Paris. Und da die deutschen Höflinge diesen französischen Adel immer bewundert haben, wurde das dann natürlich sehr schnell nachgeahmt und kam so auch nach Deutschland.
Ja, dann kam irgendwann natürlich auch der Erste Weltkrieg und im Anschluss an den Ersten Weltkrieg fand der Gardetanz dann wieder zurück auf die Bühnen, allerdings als Persiflage auf das Militär. Garden waren damals hauptsächlich männlich, in Uniformen, wie wir sie heute auch noch im BDK und RKK kennen und haben im Grunde das Militär veräppelt. So kam der Gardetanz dann zurück. Auch die Figur des Tanzmariechens wurde von einem männlichen Tänzer dargestellt und hat im Grunde sich lustig gemacht über die ganze Geschichte. Dann kam der Nationalsozialismus und da man gegen alles Homosexuelle war, durften dann die Männer eben auch keine Frauenkleider mehr tragen, wodurch das erste Tanzmariechen, das weibliche Tanzmariechen, geboren wurde. Und daraus haben sich dann auch die weiblichen Garden, wie wir sie heute kennen, von den Karnevalsbühnen entwickelt und die männlichen Garden sind immer mehr in den Hintergrund getreten. Wobei es natürlich in sehr traditionsorientierten Vereinen auch immer noch sehr, sehr viele männliche Garden gibt. Der Marschcharakter ist immer noch erhalten geblieben, das Marschieren ist immer noch erhalten geblieben. Dennoch hat sich der Gardetanz natürlich in den letzten Jahren seitdem extrem, extrem entwickelt und verändert. Mit Ausrichtung des ersten Turnieres, was der BDK gemacht hat in den 70er Jahren, nahm der Gardetanz dann wirklich seinen Platz als leistungsorientierter Sport ein und ist seitdem auch noch leistungsstärker geworden. Also man sieht akrobatische Elemente, man sieht Beinwürfe, das ist alles nichts, was man ja in einer Nicht-Sportart zeigt. Deswegen ist der Gardetanz auf jeden Fall eine ernstzunehmende Sportart. Und das Schöne am Gardetanz ist ja, dass er fast überall in Deutschland, in jedem kleinen Dorf, wo es einen Karnevalsverein gibt, auch praktiziert wird. Und so jedem, der Lust hat, sich in diesem Sport zu betätigen, eine Möglichkeit bietet. Ob es einfach nur zum Spaß auf Veranstaltungen ist oder wirklich leistungsorientiert für Turniere. Und das ist das Tolle an diesem Sport, dass er wirklich für die breite Masse da ist. Gardetanz zeichnet sich vor allem über seine Geradlinigkeit, Eleganz und vielfältige Schrittkombinationen aus. Und wenn man den in der Gruppe tanzt, dann geht es hier wirklich um Exaktheit und absolute Synchronität der Schritte. Ein weiterer Schwerpunkt des Gardetanzes liegt auf einer ausgefeilten Choreografie. So werden hier viele verschiedene Bilder orientiert an geometrischen Formen wie Linien oder Dreiecke oder auch Kreise gezeigt. Und dieser Übergang ist so fließend und harmonisch, dass es den Gardetanz so abwechslungsreich macht. Ja, und zusätzlich liegt natürlich noch ein großer Faktor, den der Gardetanz mit sich bringt, auf dem Ausdruck der Tänzerinnen und Tänzer, denn die Ausstrahlung soll leicht und es ist alles total einfach und es macht Freude, diesen Tanz zu tanzen, darstellen. Also das, was der Gardetanz ist, ist eigentlich die pure Freude am Tanzen. Auch im Solisten- und Paarbereich geht es natürlich um die Eleganz und die Anmut und die Freude am Tanzen und eine Schrittvielfalt. Aber hier kommt zusätzlich noch ein Schwerpunkt auf Akrobatik und spektakuläre Hebungen bei Paaren und auch Drehungen und Sprünge hinzu, sodass diese Tanzsportdisziplin im Paar- und Solistenbereich nochmal ihren ganz besonderen Reiz hat. Der Gardetanz zeichnet sich durch eine ganze Reihe von Grundelementen aus, die eben ja, in jedem Tanz in anderer Art und Weise und Form und Vielfalt vorkommen. Das sind zum einen Marschierschritte, Winkelschritte, die Beinwürfe, die bekannten, aber auch so etwas wie Hackespitze oder Schiebeschritte kommen eigentlich in jedem Gardetanz vor. Dazu kommen dann noch Drehungen, die man zeigen kann, vor allem natürlich bei den Solistinnen und Solisten und Schwierigkeiten wie der Spagat oder die Beinführung Rad oder Krakowiak. Und dazu kommen dann auch noch eine Anzahl von Sprüngen wie der Spagatsprung, der Kretschwinkelsprung oder der Glockensprung. Das alles sind so Basiselemente, die im Gardetanz ihre Heimat finden. Getanzt wird der Gardetanz auf eine Marschmusik, meistens in einem Viervierteltakt, wobei der Polka jetzt im DVG zum Beispiel auf einen Zweivierteltakt getanzt wird. Die Musik muss einen marschähnlichen Charakter haben, der darf auch modern sein. Wichtig ist nur, dass dieser Marschaspekt immer noch da ist.
Wichtig bei der Musik ist, dass sie dem Leistungslevel der Gruppe entsprechen muss oder des Tänzers bzw. der Tänzerin. Sie sollte zudem Höhen und Tiefen haben, damit man wirklich alle Elemente harmonisch miteinander in den Tanz verbinden kann. Ja, kommen wir zum Kostüm. Ich habe hier mal zwei Sachen mitgebracht. Das sind zum einen die Gardestiefelchen und der Hut. Das ist jetzt hier die Form des Dreispitzes. Und so ein normales Gardekostüm im RKK oder im BDK besteht eben aus diesen Stiefeln, aus einer Strumpfhose, einem Rock, meistens einem Body, eine Rüschenhose kann man auch noch unten drunter ziehen, wenn der Rock fliegt, dass man natürlich nicht sehen kann, eine Weste und den Hut. Und bei den Herren sind es dann auch Hosen natürlich statt dem Rock oder auch Strümpfe bzw. Strumpfhose und so eine gepuffte Hose. Das geht beides. Im DVG sieht das ein bisschen anders aus. Da hat man zum Beispiel gar keinen Hut mehr. Und die Kleider, die die Mädchen tragen, erinnern mehr an Eiskunstläuferinnen, wie ich finde. Sie sind schön farbenfroh. Sie haben auch so transparente Bereiche. Sieht wirklich ganz anders aus, aber nicht minder schön natürlich deswegen. Die Kostüme an denen haben sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark verändert. Früher waren die wirklich eher schwer. Man hatte hier noch Embleme und Abzeichen drauf. Die haben keine Freiheit geboten, um sich zu bewegen. Und dadurch, dass der Tanz heute natürlich viel, viel sportlicher ist und diese ganzen akrobatischen Elemente auch irgendwie gezeigt werden müssen, sind die Kostüme in den letzten Jahren immer, immer schmaler geworden, anschmiegsamer. Die Stoffe sind elastischer, damit man wirklich die Beine werfen kann oder ein Rad oder einen Überschlag zeigen kann auf der Bühne. Puh, das war ganz schön viel Stoff rund um den Gardetanz, aber ich kann dir sagen, das war bei weitem noch nicht alles. Ich habe einen riesengroßen Blogartikel rund um den Gardetanz geschrieben. Den findest du jetzt auf keep-dancing.de. Schau doch einfach mal rein, wenn du noch mehr rund um diese tolle Sportart wissen willst. Mich würde jetzt noch interessieren, was für dich den Gardetanzsport ausmacht. Schreib es mir doch einfach unten in die Kommentare. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Abo und ein Like da lässt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltest hier auf meinem Kanal von Keep Dancing.